Hallo zusammen, ich habe hier eine Einbaukühlbox. Und zwar sehen wir die jetzt von oben. Und hier kommt, wenn man das von oben her anguckt, noch hier den Deckel drauf. Die Kühlmaschine, seht ihr auch, die liegt jetzt hier oben drauf. Und eigentlich müsste man das abgelegt montieren. Die Kühlmaschine ist lose, die ist nicht dabei, also dabei ist sie, aber man kann die dann unter das Aggregat stellen, daneben das Aggregat hier in eine Sitzbank machen oder in eine Küchenzeile, den Deckel oben drauf und dann hier oben drauf zum Beispiel die Sitzbank oder die Tischabdeckung von der Eckzeile, von dem Boot, von der Küche. Also das ist eine einfache Einbaukühlbox mit dem externen Aggregat. Wir haben hier einen Danfoss Seckop-Kompressor, belüfteter Kondensator und die Box hat eine sehr große Oberfläche innen drin und ist gut isoliert. Durch das haben wir sehr einen tiefen Stromverbrauch. Ich habe die im neuen Katalog 2021. Das ist die WEMO 37. Und wir schauen jetzt hier unten. Hier habe ich einen Stromverbrauch bei 5 Grad innen, 25 Grad außen von 4,6 Watt. Mit einer 100 Ampere Lithium-Batterie hält die Box 300 Stunden. Bei 32 Grad außen 7,4 Watt beziehungsweise 180 Wattstunden am Tag. Weiter haben wir hier sehr viele Optionen. Standard ist eben nur kühlen. Wir haben die erste Option, die wäre die Box als Tiefkühler zu betreiben. Dann braucht sie aber dann schon mehr Strom und einen anderen Thermostaten. Wir haben die Option A für 230 Volt Vorrangschaltung. Das heißt, wir haben nicht nur einen 12 Volt Anschluss wie hier, sondern noch einen 230 Volt Anschluss. Und so können wir die Box, ich sage mal in Schiffen, wo sie im April eingeschaltet wird und im Oktober wieder aus, permanent durchbetreiben. Über 230 Volt. Es lohnt sich nicht für Leute, die reisen oder einen Bojenplatz haben, die eigentlich 230 Volt sehr selten verwenden. Da empfiehlt sich eher ein Ladegerät und so die Batterie zu laden. Eine weitere Option ist der digitale Thermostat. Statt einem mechanischen Thermostat oben drin kann ich einen externen Digital-Thermostat haben. Standard haben wir 1,5 Meter Leitung. So kann ich den oben im Schrank montieren oder unten dran. Und so sehe ich permanent die Temperatur. Und ich kann gradgenau einstellen. Und ich habe einen Temperaturbereich von minus 50 bis plus 50 Grad, ob schon die beiden Bereiche nicht erreicht. Also ich kann die ganze Bandbreite einstellen. Die nächste Option ist Kupplung und längere Leitung. Wenn ich diese Einbaukühlbox in der Sitzbank habe und das Kühlaggregat möchte ich aber in der Wachskiste und ich habe da 3 Meter Leitung, dann könnt ihr statt 1,5 Meter Standardlänge 3 Meter haben. Und wenn ich dann durch einen Schott durchfahren muss, gibt es hier die Möglichkeit mit Trennkupplungen, das heißt, die Leitung hier ist getrennt. Ihr könnt die zusammenschrauben, 2 Leitungen, eine hin, eine retour, das vorgefüllt und das Kühlaggregat ist betriebsbereit. Weiter gibt es als Zubehör den Aggregatbefestigungswinkel.
Das ist so ein Winkel. Hier kann ich das Teil an die Wand schrauben und das Aggregat, ja, wenn es nicht ganz so eng wäre, hier einhängen. Irgendwas ist im Wege. So. So einhängen. Hinten wird es eingehängt und vorne mit zwei Schrauben befestigt. So kann ich das Aggregat an der Wand montieren. Man kann natürlich auch original selber gebauten Winkel nehmen aus Holz, je nachdem wie er eingerichtet sind. Ja, das ist unsere Einbaukühlbox 37 mit einem sehr kleinen Stromverbrauch. Ich mache euch einen Link hier für eine normale Kühlbox und hier einen Link für einen kleinen Kühlschrank und hier den 47 Track, den wir sehr oft unter Sitzbänken verbauen, in Wohnmobilen, aber dann gegen vorne geöffnet und so mit einer Auszugswanne. Ich wünsche euch einen schönen Tag.